Und willkommen zurück bei Mebisoy 2, euer Lord Kalf grüßt euch und wir sind dabei, unseren Meister Ten jetzt zu treffen in Bambuswäldchen. Halt dich fest, jetzt geht's rund. Nun denn, ich bin tatsächlich gespannt, auch wenn mir dieser rosa Griff von dem Schwert überhaupt nicht taugt. Bin jetzt sehr gespannt, was wir üben werden. Ich weiß immer noch nicht, ob die Musik nicht zu laut ist, aber schauen wir mal. Was tun wir an so einem alten Ort? Ich kann keine Bambuspuppen mehr sehen. Du denkst, es gibt für echtes Training ein Geheimrezept? Training bedeutet, seine grundsätzlichen Fähigkeiten jeden Tag aufs Neue zu üben. Darum und um nichts anderes geht es. Aber etwas Abwechslung ist gut, deshalb dachte ich, dass du heute mit dem Monstern anfangen könntest. Monster! Das sind die Kreaturen, gegen die ich im Krieg gekämpft habe. Einige sagen, sie waren verflucht von... Erspar mir dein Geschichtsunterricht, lass uns loslegen! Ha, ich sehe schon, dass Lillin mit dir alle Hände voll zu tun haben wird. Sehr gut, ich werde jetzt die Monster beschwören. Zeig mir, was du mit deinem überdimensionierten Schwert anstellen kannst. Zwinge Mus. Sie erklären uns interessanterweise nicht, was unsere Skills sind. Finde ich kurios, aber... Sie gehen wohl hier in dem Fall doch schon davon aus, dass man eine gewisse... Erfahrung hatten mit MMOs oder allgemein Rollenspielen. Seht unten, wir haben einen Erfahrungsbalken und irgendwas anderes. Ich bin mir nicht sicher, was das sein soll. Wir haben jetzt keine Lebenspunkte verloren, gehe ich mal von aus. Sehr gut für einen Anfänger. So. Fühlt es sich also an, gegen Monster zu kämpfen. Das war ein Spaß. Ich will noch weiter kämpfen. Nun denn. Und Stufe 3. Nice. Mehr. Gib mir noch mehr Monster zum Zermetzeln. Jetzt hast du im Kämpfen Geschmack gefunden. In Ordnung. Mach dich bereit. Uhua. Okay, die kann man jetzt noch nicht nehmen. Und die waren tot. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern und wie oft wir die Skills nutzen können, aber ihr habt da gerade einen Cooldown gesehen. Aber die waren noch zum Glück relativ easy. Das war ganz schön hart, aber es hat Spaß gemacht. Ein geborener Krieger, der den Kampf ausliebt. Das ist ein Berserker. Aber wenn du keine Angst vor dem Tod hast, wirst du das Leben nicht wertschätzen. Du wirst nicht besser sein als der Gott des Zorns. Angst vor dem Tod kann man lernen. Angst vor dem Tod muss man nicht lernen, aber Respekt vor dem Leben und dem Tod versteht sich. Alles meine Meinung. Und wir haben wieder ein Quest abgeschlossen. Was kommt als nächstes, Salamann? Ich bin noch nicht fertig. Jetzt wirst du mir gegenübertreten. Was? Wow, das ist das erste Mal, dass du derjenige bist, der mich herausfordert. Die Kämpfe, die du bisher bestritten hast, waren sicher und fanden unter kontrollierten Bedingungen statt. Das ist in der echten Welt da draußen nicht der Fall. Also, ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Ich glaube es nicht, aber schauen wir mal. Die Art, wie ein Krieger auf einem Übungsplatz kämpft, ist anders als auf dem Schlachtfeld. Es ist wohl an der Zeit, dass du den Unterschied kennenlernst. Großes Wort, alter Mann. Jetzt, wo ich aufgehört bin, schlage ich dich mit links. Dann los. Ich habe ein bisschen Bammel vor dem Fight, um ehrlich zu sein, aber schauen wir mal. Ich glaube, er ist auch nicht mehr der Fitteste, aber... Schau mal, wie viel Yoda in ihm steckt. Diesmal lauft das anders, Opa. Hm.
Okay, das Taunten. Gut, der war nicht so gut gemacht. Wir verlieren kaum. Ja, das kann nur ein Übungsfight sein, aber er ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Wir haben gewonnen. Und mit einem Schlag hat er uns niedergehauen. Schätze mal. Oh Mann. Er hat uns paralysiert. Ich bin mir nicht sicher, aber was das jetzt war gerade eben. Also im Lebensbalken haben wir auch Hunde gekillt, aber... Na, schauen wir mal. Geht es dir gut, Lotkopf? Du siehst blass aus. Was war das? Er hat alles seine üblichen Bewegungen gemacht, aber diese Aura... hätte mich töten können. Er hat mich die ganze Zeit mit Samthandschuhen angefasst. Das war's dann wohl mit dem 999. Kampf. Bis zum 1000. hast du noch einen weiten Weg vor dir. Vergiss nicht, was du hier gelernt hast. Ohne Ehrfurcht vor dem Tod wirst du nachlässig. Ein Schwert sollte man nicht leichtfertig schwingen. Ich werde es mir merken. Opa, vom Festland ist ein Kurier mit einem Brief gekommen. Er trägt das königliche Siegel von Trier. Ich habe ihm gesagt, dass ich nie wieder etwas von ihm hören will. Na gut, sehen wir uns das an. Pforte des Lichts? Könnte es sein? Wir haben Stufe 4 alleine schon im Tutorial. Ich muss diese Insel für eine Weile verlassen. Aber ich bin nur wieder hier. Opa? Bin ja gespannt, ob der tatsächlich wiederkommt, der liebe Opa. Jeden einige Tage später. Hallo? Ah. Bin ja mal gespannt, ob der Opa tatsächlich wiederkommt, aber vorher... möchte ich mich mal kurz umschauen in dem Häuschen da oben. Was sind das eigentlich da oben für ein lustige Kürbiskuchenfutter? Ne. Ja, ich teile etwas davon mit einem Kirby. Okay. Ich schätze mal, in der langen Tutorial wird man das sehen. Das ist schon lieb gemacht, muss ich sagen. Das Groß, also wenn wir wirklich das Großschwert dann irgendwann haben. Das wird ein marginal größer sein als unser Charakter auf jeden Fall. Und damit sind wir zumindest hier am Ende von der Karte. Ist auf jeden Fall lieb gemacht, muss ich sagen. Mir gefällt der Stil. Den Kacheln finde ich auch für die Programmierer angenehmer. Ich kenne dieses ganze Prinzip dahinter. Es lässt sich leicht berechnen im Hintergrund, aber reden wir jetzt erstmal mit Lilin. Ich frage mich, wie es Opa geht. Er hat uns noch einmal einen Brief geschickt und das liegt schon Tage zurück. Sehr praktisch, dass das genau in dem Moment passiert ist, in dem er mir versprochen hatte, mich zu trainieren. So schlimm ist es nicht. Sieh es als eine Gelegenheit, mit deinem Emotionstraining weiterzumachen. Ich mache mir Sorgen. Hast du das Gesicht des alten Mannes gesehen, wenn es ausgerechnet ihm etwas so viel Angst anjagt? Er schien mir sehr besorgt zu sein. Nun, ich werde nicht aufhören zu trainieren, nur weil er nicht da ist. Ich möchte das rote Schwert so schnell in die Hände bekommen wie möglich. Sicher, sicher. Beginne, indem du die Übungspumpe 8 mal schlägst. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber gegen Übungspumpe zu kämpfen bringt einfach nichts mehr. Warte, spürst du das?
Läuft, Alter, läuft. Alter, was geht? Da tauchen mal immer dunkle Schatten auf. Ey, da vorne. Hab ich halt erwischt. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber... Ich glaube, das ist nicht so, wie es sein soll. Boah, diese Schattenkreaturen waren ganz schön heftig. Hey, ich war gar nicht übel, oder? Hey, Lillen! Das ist... Was ist mit dir los? Wir haben noch überlebt. Sieh dir das mal an. Das ist von einem dieser Dinger. Dann untersuchen wir es mal. Ein Umhangfetzen. Ein abgerissener Fetzen vom Umhang des alten Mannes. Ist hier was passiert? Uiui. Okay. Was zum... Ich kenne diesen Stoff. Es stammt vom Umhang des alten Mannes. Was hat die Monster damit zu schaffen? Was könnte das bedeuten? Nein, nein. Opa, er kann doch nicht... Krieg keinen Quatsch. Der alte Mann könnte diese Schattenfische zum Frühstück verputzen. Eigentlich bist du an uns beiden das gehören, weißt du noch. Ich habe diesen Schatten kräftig in den Hintern getreten. Völlig undenkbar, dass sie mit dem alten Mann fertig geworden wären. Uff. Warum erlaubst du dir überhaupt, solchen Schwachsinn zu denken? Okay, du hast recht. Hab vielen Dank, jetzt fühle ich mich besser. Geht es dir gut? Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass du dich bei mir jemals für irgendwas bedankt hast. Opa, er ist der einzige aus der Familie, den ich noch habe. Meine Eltern starben, als sie versuchten, Lien vor dem Gott des Sonnen zu schützen, und mein Bruder ging fort, um einen Weg zu finden, ihn zu besiegen. Ten hat mich aufgenommen und sich um mich gekümmert, als ich ganz allein war. Die Vorstellung, jetzt wieder ganz allein zu sein. Ey, vergisst du da nicht jemanden? Was meinst du? Gehör ich etwa nicht zur Familie? Wir sind vielleicht nicht Blutsverwandt, aber wir sind gemeinsam auf dieser blöden Eisscholle aufgewachsen. Ich weiß. Sieh mal. Mir ist das so oder so egal. Auch wenn du mich als Teil der Familie siehst, habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ich werde diese widerliche Insel verlassen. Versteh mich nicht falsch. Ist ja nicht so, dass ich dich verlasse oder so. Ich werde den alten Mann suchen. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Und unterwegs lerne ich ja vielleicht noch ein paar Dinge. Du bist diejenige, die immer sagt, ich soll hinaus in die Welt gehen. Denk daran, ich werde derjenige sein, der den alten Mann besiegt. Also mach dir um uns keine Sorgen. Pass auf Lien auf. Ich weiß nicht warum, aber das ist tröstlich. Danke, Lothar. Du hast dich bei mir bedankt. Schon wieder hat eines dieser Monster dich am Kopf erwischt. Ich vergiss es. Unser kleiner Berserker ist schon putzig. Ich bin ganz allein. Ich muss standhaft bleiben. Eines Tages werden sie schon alle zurückkehren. Opa, Bruder und die Dorfbewohner. Und Lutkalf. Ja. Die Tür des Lichts, Victoria-Insel und der Tag, an dem Opa aufbrach.
Okay. Okay. Ziemlicher Unguter. Dieses Mal werde ich die Welt retten. Litauen, Viktorianinsel, die Gegenwart. Wir sollen. Hell has arrived. Was zum Key? Und damit sind wir wohl im Startgebiet. Du hast ein Trophäe erhalten. Für die Taten, die du während deiner Abenteuer in der Möbelwelt verbringst, wirst du allerlei Trophäen erhalten. Einige Trophäen. Okay. Ich war zu langsam. Nun denn, das ist eine. Ja, Gegenwartswelt, wie man sieht. Ist es schon lieb gemacht, muss ich sagen. Mir gefällt's. Und wir reden mal mit Marco. Einem Soldaten. Alles in Ordnung. Die Anwohner sagten, dass die Karawane nach Trier von hier aus startet. Von hier kam auch der Brief des alten Mannes. Es ist ein guter Startpunkt, um nach ihm zu suchen. Du hast es zwar, dich in die Probleme anderer Leute einzumischen, aber wenn du die Karawane bis zur Hauptstadt begleitest, läufst du wenigstens nicht Gefahr, dich zu hören. Warum hat es überhaupt jeder so eilig, nach Trier zu kommen? Hallo, du siehst aus wie ein Abenteurer. Wir suchen nach Helfern für die Bewachung unserer Hanneskarawane, falls du Interesse hast. Abenteurer? Sehe ich hier bloß wie ein einfacher Abenteurer für dich aus? Ich bin der Krieger, dessen Schicksal ist, Dämonen und Götter zu überflügeln. Lord Golf! Also gut, der nächste. Ich habe keiner mehr gezockt. Wer ist der Kerl? Für sowas hast du keine Zeit. Du wirst ihn mitzwingen, wenn du aus Trier zurück bist. Okay. Was haben wir denn da? Ein Navigator. Navigiere durch die Maple-Welt. Suche im Maple-Navigator nach Hinweisen, die dir dabei helfen, zum Helden zu werden. Du kannst dort Inhalte finden, die für deine Stufe empfohlen sind. Das ist aber lieb. So, da haben wir einmal Verschönere dein Leben. Das ist, schätze mal, irgendwas Thematik, Design. Ich bin mir sicher, werde ich zumindest eine Person wiederfinden, die ich zufällig gesehen habe, die das Spiel hat und spielt. Eine Belohnungskiste ab Level 10, wir sind derweil Level 5. Ja, dann sieht man es Level 5 Berserker. Und du hast ungelesene Post. Enough training, I'm here to fight. Enough training! Ah, ich mag ja irgendwie, der Charakter ist mal lieb. Dein Team von Maple Story 2. Hier sind eine Maple Mins dafür, dass du 20 Minuten lang online warst. Okay. Es ist halt auch komplett für Leute, die nur Deutsch spielen, also das ist schon mal. Was ist das? Was war das? Helikopter? Wie geht es am kleinen Kirby? Hier nehmen wir das Kürbiskuchenfutter als Leckerli. Wir haben noch keinen Kirby. Und da haben wir schon die nächsten Geschenke fürs Online sein. Eine tägliche Belohnung
und eine Anmeldebelohnung. Also vom Prinzip her ist es so, wie wir es aus anderen Spielen kennen. Machen wir jetzt hier diesen, löschen. So. Und schauen mal in unser Inventar rein, würde ich sagen. Und in unser Profil. I und P, ganz wichtig. Wir haben hier Währungen, das heißt einmal die Mepelmünze, davon 20. Und 5 Kürbiskuchen. Wo auch immer dieser Kirby ist. Ah, und wir haben ein eigenes Haus, das ist natürlich super geil. Ich glaube, wir werden das hier noch ein bisschen Zeit in dem Spiel verbringen. Wir haben auch Outfits. Natürlich, Abzeichen kommen noch später hinzu. Jede Menge Inventarplätze. Keine Insignien. Okay, wird durch. Na. Also die bekommen wir pro Level. Wir haben derzeit kein Motto. Okay, das wollte ich nicht. Sollen auch vielleicht in der Stadt nicht kämpfen. Aber reden wir nochmal kurz mit dem Marco. Geh in das Karawanenamt hinter mir und registriere dich bei der Karawanenwache. Okay, läuft. Abenteuerlicher Anfänger. Nun denn, und... Jo, bevor wir hier dem Quest folgen, machen wir einen kurzen Cut. Bis zum nächsten Mal, euer Lordkalf.